Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Ich habe gerade auf der Karte eine Markierung gesehen. Ich guck mal, ob wir so noch finden. Ja, hier, da habe ich. Oh, wir haben hier. Hier ist auch gerade eine Quest aufgegangen. Hier befindet sich irgendwie, sieht aus, als wäre da eine Person oder sowas. Normalerweise bekommen wir so immer Personen angezeigt. Da will ich jetzt mal hinfahren. Okay, aber vorher müssten wir eigentlich diese Quest hier noch. Hier vielleicht bei diesem. Ja, offensichtlich bei diesem Cat-Fahrzeug. Schauen wir uns das mal an. Nee, das wird uns. Wieso wird uns das denn unten angezeigt? Na gut. Ein Feld kommen. Vor Ort Aufzeichnung, Bericht von Techniker Eric Camber. Dieses Gebiet zu überwachen war die richtige Entscheidung. Die Lebensfähigkeit ist enorm. Nur eine weitere Sonde? Tja, ich bin nur ein weiterer Techniker, aber ich werde tun, was ich kann. Eines Tages werden wir es geschafft haben. Ich lade meine individuellen Protokolle. Das EJR ist besser als ein doppelter Espresso mit einem Schuss E0. Ich werde in der Hälfte der Zeit rauschen. Verdammt, sieht aus, als wären das die Cat. Ich verstecke mich. Rauschen. Ich muss die Sonde platzieren. Das hier ist wichtig. Rauschen. Kein Input. Kein Input. Kein Input. Standby-Modus aktiviert. Ende des Logs. Okay, wir können jetzt EJR laden. Ich verzeichne NAV-Punkte für die Platzierung von Überwachungssonden. Eine triviale Aufgabe. Für diesen Techniker war sie alles andere als trivial. Lad sein Protokoll. Wir lassen diesen Job nicht unerledigt. Das sind so ein bisschen wieder so Beschäftigungstherapie-Missionen, die wir jetzt hier bekommen. Stelle hier eine Sonde auf, stelle da eine Sonde auf, berge irgendwelche Sonden. Naja gut, aber wir sind natürlich ein vorbildlicher Pathfinder und werden diese Aufgaben erledigen. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Also jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier da... Das ist eine Geißel. Ach. Eine Geißel? So ein Geißelfortsatz und da stehen Relikte. Verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Danny retten. Ah. Muss mir helfen, bitte. Jetzt verstehe ich. Wir dürfen da nicht zu nah rangehen. Sonst bekommen wir gleich wieder Ärger. So, können wir jetzt gefahrenlos diese Überreste hier einsammeln? Oh, 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 oh. Sieht aber irgendwie anders aus. Dieser Geist. What the fuck? Dein Ernst jetzt? Abschuss! Wo bist du denn? Komm, wir gehen mal ins Nomad zurück. Und fahren da mal außen rum. Immer noch. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Da steht er. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Ja, wir sind doch schon da. Danny, richtig? Ach, mit dem Sie haben wir doch gesprochen. Sicherheit. Die Relikte sind schrecklich. Ich weiß nicht, wie hier irgendjemand etwas zustande bringen soll. Das hier ist nichts für mich, aber Eos kriegt mich nicht klein. Ab sofort halte ich nach Cat Ausschau. Schlimmer als das können sie auch nicht sein. Dieses Mal bin ich auf alles vorbereitet. Ich glaube, wir haben ihm doch gesagt, er soll die Relikte irgendwie studieren. Offensichtlich ist das so eine Art Conrad Werner, würde ich mal sagen. Ein bisschen so ein treu-doofer Trottel. Ich nehme an, wir können ihn jetzt demnächst von den Cat dann beschützen. So. Fahren wir dann als nächstes. Hier war, glaube ich, Gefahrenstufe 2, aber wir können das mal probieren, ob wir da jetzt hinkommen. Oder ob das immer noch nicht geht. Aha, hier ist
Ein hoher Eisenausschlag. So, hier haben wir ja auch mal irgendwann irgendjemanden gerettet. Jeder Planet nutzt Tech auf andere Weise ab. Normalerweise so sehr, dass ich am Ende laufen muss. Wir sind so gut ausgerüstet wie nur irgendwie möglich. Unsere Ausrüstung wird hier enorm beansprucht. Aber das ist überall anders auch so. Hier ist der Eingang. Nee. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Also offensichtlich geht's jetzt. Ich bekomme aber irgendwie gerade gar keine Gefahrenzone angezeigt. Eine Cadmiumprobe. Das ist doch auch nicht normal. Da hinten ist, glaube ich, auch noch irgendwas. Lithium. Oder hier ist gar keine Gefahrenstufe mehr. Das könnte natürlich sein, dass sich der Planet jetzt irgendwie insofern schon so ein bisschen erholt hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir bekommen ja gar nichts angezeigt. Und Sam hat auch nichts dagegen, dass wir uns draußen aufhalten. Was ist denn das hier eigentlich? Waren wir da schon gewesen? Das ist der Eingang in so ein Gewölbe eigentlich. Ich schaue mal gerade auf die Karte. Nee, da waren wir nämlich, glaube ich, da waren wir nämlich auf jeden Fall noch nicht, weil wir hier noch gar nicht hin konnten. Aber bringt uns das jetzt viel, da reinzugehen? Wir schauen es einfach mal. Wir schauen es uns mal an. Ich frage mich, was da unten wohl ist. Das werden wir jetzt rausfinden. So. Nee, die Waffe wollte ich eigentlich nicht ziehen. Hier sind wieder diese Lichtteile. Oh, halt. Da ist ein Behälter. Was ist jetzt los? Jack macht immer irgendwie Geräusche. Scannen können wir jetzt hier nichts. Hier ist eine Reliktkonsole. Nun, das bringt uns einen Schritt weiter. Tut es das? Was ist denn passiert? Ist jetzt irgendwo was aufgegangen, oder? Ein Datenpad. Hier unten? Neues Tagebuch von Anna Carroll. Gestern ist mir das Essen ausgegangen. Nicht, dass ich überhaupt etwas runterkriegen würde. Der Tempel hält zwar die Strahlung ab, aber ich spüre, wie ich schwächer werde, weil ich hier draußen ausgesetzt war. Sie zerfrisst mich von innen heraus. 8 Tage und der Sturm hat immer noch nicht nachgelassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ich gehe, bringt der Sturm mich um. Wenn ich bleibe, verhungere ich. Wenn die Verstrahlung mich nicht vorher erledigt. Ich muss mir einen Ausweg einfallen lassen. Ich bin Datenwissenschaftlerin und umgeben von Maschinen. Ich muss doch etwas tun können. Die Maschinen irgendwie nutzen. Ich werde versuchen, sie aufzuwecken. Oh, oh. Das klingt nicht gut. Neues Tagebuch von Anna Carroll, letzter Eintrag. Ich war dumm. Habe versucht, mich in die Bewacher dieser Ruine zu hacken und sie haben sich gegen mich gewandt. Ich hätte sie nicht anrühren dürfen. Ich konnte mich zwar verstecken, aber sie haben mir genug zugesetzt, dass ich weiß, ich werde es nicht schaffen. Zumindest sterbe ich jetzt schnell. Besser als zuzusehen, wie die Strahlung mich langsam auffrisst. Aber die Nexus muss etwas wissen. Nachdem sie mich angegriffen hatten, haben die Maschinen angefangen zu arbeiten. Sie reparieren... Nein, sie erschaffen Land. Ich glaube, sie sind in der Lage, diesen Planeten wiederherzustellen. Wenn sie das finden, laden sie es auf die Nexus hoch. Sie müssen erfahren, was hier geschehen ist. Das Potenzial dieser Welt erkennen. Diese Dinge, Relikte. Ich glaube, sie sind der Schlüssel zu unserem neuen Leben. Wir müssen sie nur entschlüsseln. Ich werde immer an Jeans Vision glauben. Ich bereue nichts. Viel Glück, Anna. Okay. Ich weiß, es war unwahrscheinlich, aber ich hatte trotzdem gehofft, dass sie vielleicht doch noch am Leben ist. Alles, was wir jetzt noch tun können, ist, das hier nach Prodromos zu bringen. So, wie sie es wollte. Gut, wir lesen noch das Tagebuch. Das ist Tag 1. Millionen von Datenstrings, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Wenn ich doch nur darauf zugreifen könnte. Es gibt hier Geheimnisse, das spüre ich. Wenn ich herausfinde, wie ihre Protokolle funktionieren, können diese schlafenden Roboter nützlich sein. Die Stürme draußen sind schlimmer geworden. Wenn ich jetzt versuche, zurückzugehen, bin ich tot. Sie haben meine Kommunikation gestört. Ich kann nicht gehen und ich kann nicht um Hilfe rufen. Wen sollte ich auch rufen? Fast der gesamte Außenposten ist längst tot. Zum Glück scheint die Technologie hier die Strahlung abzuhalten.
Ich habe genug Essen für eine Woche. Ich werde versuchen, dem Sturm zu trotzen und den Außenposten zu kontaktieren, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Da liegt irgendwie auch ein Comic oder sowas. So, können wir hier noch weiter rein? Also die ist irgendwie wohl mit den ersten... Hoffentlich geht das nicht nach hinten los. Oh, Zerstörer! Hört er auch mal auf damit? Oha. Die ist offensichtlich mit dem ersten Außenposten, der hier gelandet ist, gekommen und hat sich wohl dann in der Wüste verirrt und ist hier gelandet. Ja, aber leider hat sie es dann... Oha, was macht er jetzt? Hat sie es leider nicht geschafft. Oh, oh, wir bleiben mal hier. Okay. Können wir hier irgendwie was scannen? Eigentlich nicht, ne? Da wieder dieses Reliktkerngerät. Hier ist noch ein Behälter. Aha. Okay. Die sehen relativ ähnlich aus, muss ich sagen. Fangen wir mal mit dem an. Der ist ja schon eindeutig, ne? Hallo. Das muss dahin. So, das heißt, dann kann hier eigentlich nur das hin. Okay, und hier in die Reihe kann nur das. Okay. Ach, jetzt fangen meine Nachbarn hier alle mit dem Rasenmäher an, nicht zu fassen. Jetzt geht die Zeit wieder los. Ständig ist irgendjemand am Rasenmähen. Okay, wir versuchen mal noch diese Reihe fertig zu machen. Wir probieren es mal so. Das hier geht. Und dann müsste hier das hin. So, jetzt müssen wir erstmal die Reihen schauen. Das stimmt, glaube ich, soweit. Und hier... Oh, und jetzt müssen wir noch die Form schauen. Also hier ist nichts. Das ist sowieso schon fertig vorgegeben. Hier kommt nichts. Und okay, das müsste es sein. Stimmt auch. Wunderbar. Ich hab's. Ach ja, jetzt können wir den Behälter aufmachen. So. Was ist denn da alles drin? Kräfte, also lauter viele Mods und viele... Ja, Materialien auch. Hier sind wertvolle Daten enthalten, Pathfinder. Sie sollten einen Scan durchführen. Okay. Von dem Behälter oder was? Ah, hier. Eine Wand. Ach, echt? Unter entsprechenden Bedingungen kann diese Wand als bewegungsgesteuerte Tür fungieren. Aha. Und wie machen wir das? So, warte mal, was steht denn da noch? Schwere Plattenaktoren mit variabler blitzgeschmiedeter zentralem Bewegungssensor online. Ja, und wie machen wir das? Wie können wir die jetzt irgendwie öffnen? Können wir sie überhaupt öffnen? Ich finde, Sam könnte mal an den Stellen, wo es wirklich notwendig wäre, dass er uns irgendwie einen Hinweis gibt oder sagt, was wir tun können, es auch mal machen. Ich finde, in den entscheidenden Momenten schweigt er einfach. Und wo er doch normal so gerne redet. So. Ich weiß nicht, was ich jetzt... Den Behälter haben wir schon geplündert? Nein. Also ich vermute stark, dass wir diese Tür irgendwie aufkriegen, aber ich weiß nicht wie. Eine bewegungsgesteuerte Tür unter den richtigen Umständen. Ja, was sind denn richtige Umstände? Hier sind auch irgendwelche Zeichen. Aber wir können nicht mit ihnen interagieren. Oder? Nee.
Gut, unter den richtigen Bedingungen. Ich weiß nicht, was die Bedingungen sind. Tut mir leid. Ich habe auch überhaupt keine Idee. Also, entweder wir können hier wieder später erst hin. Oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bin zu blöd dafür. Halt! Ein Speicher mit Reliktdaten mehrere zentrale Klasse können nicht wiederhergestellt werden. So, gut, okay, hier gibt es doch wohl noch ein bisschen was zu scannen. Dann schauen wir uns vielleicht doch noch mal ein bisschen um. Aber das ändert doch, das löst doch mein Problem mit der Wand nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Auch das haben wir schon gescannt. Hier haben wir alles gescannt. Nö. Hilft mir jetzt gerade nicht weiter. So, jetzt schauen wir mal, ob die Tür jetzt aufgeht. Aber dann wäre sie ja eben schon aufgegangen. Unter den richtigen Umständen. Verstehe ich nicht. Bewegungssensoren online. Ja, ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Bin ich überfragt. Keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee habt, haut's in die Kommentare rein. Dann schauen wir uns das nochmal an. Aber im Moment habe ich keine Ahnung, wie wir hier irgendwie weiterkommen könnten. So, was machen wir denn als nächstes? Diese blöden Missionen, irgendwelche Sensoren aufzustellen, würde ich sagen. So, wo komme ich hier raus? Die Richtung? Oder die Richtung? Uah, oh Gott. Ein Schnellspeicherpunkt, der hier gerade übelst geleckt hat. So, wo ist das Nomad? Haben wir das geparkt? Ach so, wir kommen auf der anderen Seite raus, stimmt. Irgendwie hänge ich hier an irgendwelchen unsichtbaren Wänden gerade fest. So, okay, dann machen wir mal hier diesen Sender. Der ist nämlich hier gerade nebendran. Oder sollte es zumindest sein. Da oben. Hier soll ein Sender hin. Okay. Weit abgelegen, aber gut. Dein Job hat begonnen. Es ist wieder ein Schritt nach vorne. Weiter so, Dad. Was hören wir da, Sam? Techniker Eric Kembers Sondenprotokolle. Sie scheinen auch aufgezeichnete Motivationslogs zu enthalten. Aha, interessant. Ist auf jeden Fall cool, dass wir jetzt hier viel weiter EOS noch erkunden können. Also wir sind nicht mehr so eingeschränkt. Aber dann hat wirklich jetzt dieses Terraforming schon insofern funktioniert, dass hier diese komplette Strahlung weg ist. Meine Güte, irgendwas leckt hier. Wir müssen weiter in die Richtung. Uah. Okay, hier vielleicht außen rum. Falls die Relikte da drin aktiv sind, sollten wir sie ausschalten. Wo drin? Ich weiß nicht, auf was ihr euch immer bezieht. Da waren wir ja schon gewesen. Das haben wir ja machen müssen, um überhaupt mal hier in das Gewölbe zu kommen. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Da. Okay, nächste Sonde. Du machst Fortschritte. Jeden Tag. Schritt für Schritt. Du schaffst das schon. Okay. Wo führt das hin? Sind es von irgendeinem. Ist das sein Sohn, den wir da hören? Das macht ja keinen Sinn. Protromus die Daten zukommen lassen? Nee.
Obwohl, wir müssen da sowieso hin, ne? Nee, eigentlich müssen wir eher hier machen. Den nächsten Sender platzieren. So, während ich jetzt hier die Schnellreise hinmache, mache ich mal das Fenster zu. Diese verdammten Rasenmäher. Okay. In diese Richtung müssen wir, glaube ich. Ja. Hier steht ein Cat-Fahrzeug rum, aus irgendwelchen Gründen. Ich frage mich, ob es überhaupt noch Gefahrenstufen hier gibt auf EOS. So, wir müssen uns aber oben halten. Wie kommen wir dann da hoch? Vielleicht mal hier probieren. Müssen wir oben bleiben. Aber vorsichtig. Komm. Hier kommen wir aber nicht rum. Okay, hier rutschen wir einfach nur runter, obwohl wir 6-Gang anhaben. So, jetzt. Wenn das ganz da oben ist, weiß ich nicht, wie wir da hinkommen, ehrlich gesagt. Ich weiß es aber auch nicht. Vielleicht ist es nicht ganz oben. Fahren wir hier an dieser Wand entlang. Da vorne. Das sieht wie ein Konstrukt der Cat aus. Hä? Von was reden die denn immer? Was da vorne? Wo? So, wo sind wir denn? Wir sind eigentlich schon vorbeigefahren. Es ist doch über uns. Aber wie kommen wir denn da hoch? Ganz außenrum wahrscheinlich. Gut, dann kommen wir da gar nicht hin. Wir müssen hier erst diesen Punkt hier, den Aufklärungsposten errichten und so weiter und so weiter. Das heißt, ich glaube, wir kommen hier bei Prodromos hoch. Da müssen wir da einen Schnellreisepunkt hinmachen. Die Mission gebe ich jetzt, glaube ich, noch nicht ab. Ich vermute stark, dass wir sowieso hier noch ein paar Sachen später abgeben können. So. Na, das war blöd. Jetzt fahren wir ganz außen rum. Aua, aua, aua. Bin ich irgendwo hängen geblieben. So. Also, wir müssen jetzt erstmal irgendwie nach oben kommen. Auf dieses Plateau. Da sieht gut aus. Aber hier sind doch dann wahrscheinlich andere Punkte noch erstmal näher. Aha, und Pathfinder. Bergbau können in diesem wir hier Gebiet auch können machen. Ressourcen abgebaut werden. Sie können erstmal auf die Karte gucken. Ja, der ist zum Beispiel am nächsten. Dann fahren wir da mal hin. Abbauinterface Mineralien extrahieren. So, hier geht Eisen hoch. Halt, halt, halt. Hier können wir auch noch durch. Was für ein Anblick. Uns bleibt keine Zeit, die Aussicht zu genießen. Wir haben Cat zu erledigen. Ja, ein bisschen haben wir schon Zeit. Sind hier Cat? Sieht nicht so aus, sieht verlassen aus. Hier irgendwas, vielleicht können wir irgendwas scannen. Schauen wir mal kurz. Sieht aber, glaube ich, nicht so aus. Nee. Mm-mm. Einfach nur ein verlassener Außenposten der Cat. So, was ist das? Ach, labert doch nicht dauernd. Was ist das? Sieht aus, als wäre das von uns. Das Gefährt ist intakt. Der Verfall scheint das Ergebnis einer überstürzten Abschaltung zu sein, durch die Systeme den Umgebungseinflüssen ausgesetzt wurden. Ah, da ist ein Datenpad. Sie war durch und durch Forscherin. Selbst ihre Angst konnte ihre Faszination nicht schmälern. Vielleicht hat sie sich ja mit etwas Normalem beschäftigt, um sich von ihrer Angst abzulenken. Er ist erledigt. Wieso konnten wir das Datenpad jetzt nicht lesen, sondern Ryder hat nur irgendwas dazu gesagt. Können wir es... Ne, wir können es nicht nochmal. Wir können noch das hier scannen.
Ein Initiative-Kerntag. Dieses Gerät ist vor allem deshalb wertvoll, weil es Technologien der Initiative unter Umgehung geltender Standards an die spezifischen Anforderungen von Helios anpasst. Ich glaube, das haben wir schon mal irgendwann gelesen. So, wir haben irgendwie das Datenpad nicht lesen können. Ein Asari-Com-Link. Hier ist noch Nickel. Okay. Gut, im nächsten Part werden wir dann hier den Rest, da hinten geht es schon hoch, sehe ich, von Eos erkunden, auf das Plateau hochfahren. Wir haben ja noch ein bisschen was zu erledigen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann. Ciao.